jetzt keine abgedroschenen Band-Plattitüden. Och, schade. Ja, obwohl sie gerne gewählt haben. Vorhin nochmal gegoogelt, was man so besonders. Was man sagt, aus dem Katalog. Ja. Was war besonders am Entstehungsprozess, vielleicht in die Richtung gehen? Weil alles andere, klar, es ist das neueste Album. Für euch sicherlich das Beste. Hm. Aber so ein bisschen, vielleicht irgendeine Besonderheit im Entstehungsprozess oder irgendwas, was anders war, ja, was vielleicht noch interessant ist. Sagen. Na los? Nein. Ich kann dazu nichts sagen. Nee, was war anders dieses Mal? Ich würde sagen, in erster Linie hatten wir alle gemeinsam ziemlich viel Bock darauf, wieder ein bisschen mehr zu ballern sozusagen, alles ein bisschen metallischer auszurichten. Ich sag mal, die Enchols hatte ja einen relativ experimentellen Charakter und auch hier und da relativ viel Hardcore-Vibe für meine, also würde ich zumindest so sagen. Und war auch eher groovig angelegt, finde ich. Also war eine experimentelle Platte sozusagen und im Endeffekt hatten wir einfach dieses Mal Bock, ein bisschen wieder mehr auf den Schlamm zu hauen. Und wollten einfach mal gucken, wohin wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln können quasi. Und haben dann zum Beispiel teilweise angefangen mit so 8-Seiter-Gitarren rumzumachen und so. Einfach aber, um mehr kreative Entfaltungsmöglichkeiten zu haben. Ja, man hat einfach ein bisschen mehr Spielraum noch also sozusagen. Ich als Nicht-Gitarrist kann da natürlich gar nichts zu sagen. Gar nichts zu sagen, weil ich keine große Riff-Kreativität habe, aber Riff-Kreativität. Aber wir haben schon irgendwie auch also bewusst so mehr metalige Sachen, sag ich mal. Wenn man es mal jetzt so. Ja, es klingt sehr metallisch, muss ich sagen, so persönlich. Und es war, denke ich, schon bewusst. Einfach, weil wir natürlich auch alle nicht nur uns in der Hardcore-Musik aufhalten, sondern auch viel Metal hören und generell ja sehr breit gefächerte Musikgeschmäcker haben. Und hatten einfach, wie gesagt, Bock zu ballern und haben dann einfach angefangen, los zu ballern. Was halt uns auch ein bisschen wichtig war, ist trotzdem, dass so die atmosphärische Komponente nicht so kurz kommt. Also eigentlich war so das Oberziel, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich es gut finde, wenn man die Platte hört und die ganze Zeit sich unwohl fühlt dabei, weißt du, wie ich meine? Hm? Ne, dass man so ein bisschen so eine Atmosphäre geschaffen wird, die so beklemmt ist sozusagen und das sozusagen, das haben wir versucht, ey. Ja, das haben wir halt auf jeden Fall versucht irgendwie umzusetzen, also quasi so einen durchgängigen Vibe irgendwie reinzubringen in die Songs, so einen roten Faden so von der Stimmung her. Und es ist ja im Proberaum irgendwie immer schwierig, das Ganze zu beurteilen. Also das kann man irgendwie im Endeffekt erst richtig beurteilen, wenn man dann im Studio ist, wenn man sich zusammensetzt, auch mit dem Studiobesitzer sozusagen, der da mit einem zusammenarbeitet und wenn man dann so am Sound feilt und so und wo man eigentlich hin will und so. Und ich glaube so im Großen und Ganzen so richtig die Platte als Ganzes wahrnehmen tut man erst, wenn man sie dann zu Hause hört. So, also das. Also was mir halt aufgefallen ist, es ist unglaublich dick produziert, also finde ich. Also es kommt so richtig, ich weiß nicht, wie man das ausdrückt, also richtig kräftig rüber. Es ist einfach, es ist so in einem Stück, es ist ein Guss. Ne? Klar, am Anfang, so wie du sagst, ist dieses beklemmende Gefühl. Mhm. Also mich hat das erste Stück schon stark verstört erstmal. Dieses Gefühl, diese innere Beklemmtheit, das lässt einen wirklich nicht los. Also das ist so, geht komplett durch bis zum letzten Stück, aber es ist einfach rund. Also in sich komplett schlüssig und also jetzt meine persönliche Erfahrung letztendlich daraus. Und ich bin schon erst begeistert. Ich kann das auch nicht verstecken. Wunderbar. Ich muss explodieren. Ja, nee. Ich habe in der Vorbereitung so einige Reviews dazu gelesen, die jetzt schon waren, auch die ersten deutschen Sachen. Mhm. Lest ihr eigentlich Sachen, guckt euch das an, verfolgt ihr es bewusst auch und sagt so, weil einige Vergleiche so von wegen, dass ihr euch vor keinem mehr verstecken müsst und so weiter, seht ihr das genauso oder wie ist das so? Wie ernst nimmt ihr die Dinger? Also ich muss gestehen, dass ich schon bewusst auch gucke, wann Reviews online gehen und so, einfach um zu wissen, was die Leute davon denken. Und wenn man so, also es fällt einem natürlich auch manchmal schwer, wenn man dann mal so einen absoluten Verriss liest, dann sitzt man erstmal da so, ach Mann, hätte man das nicht anders formulieren können oder bist du dir da sicher? Aber im Endeffekt kann man sowieso nie jedem recht machen und
Also ob man sich dann so aus den Reviews für sich selber einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, dann mache ich das nächstes Mal anders, ist nochmal eine andere Frage, ich glaube eher nicht. Aber zu lesen, dass einem die Platte gefällt oder eben nicht, ist irgendwie schon interessant. Ja, also ich befasse mich da schon gerne mit. Also, ich würde sagen, dass der Einfluss, den so ein Review auf mich persönlich hat, so ein Review jetzt nicht so den riesen Einfluss. Nee. Ich freue mich über ein positives und ärgere mich auch mal über ein negatives. Aber im Endeffekt ist es so, dass es keinen weiterreichenden Einfluss hat einfach so, weil im Endeffekt, ja, wie er schon sagte, man kann das nicht eben recht machen und ich will es auch gar nicht eben recht machen. Es ist ja eh Nischenmusik und zum Glück sind wir eine Band, die ja von vornherein nicht den Anspruch hat, irgendwie eine bestimmte Zielgruppe glücklich zu machen oder so. Ne? Das war ja nie der Punkt bei uns sozusagen. Und es fing ja von vornherein an, dass es nicht eingängig ist sozusagen. Und in dem Sinne fühlt man sich natürlich auch nicht unbedingt einem gewissen Erfolgsdruck schuldig. Ja. Oder so, weil man, also ich denke wir können machen, was wir wollen sozusagen. Es ist ja auch so, dass die entsprechenden Zielgruppen sich permanent austauschen und wieder irgendwas anderes den Leuten mehr gefällt oder so. Ja, also ja, wenn man sich daran jedenfalls orientieren würde, dann würden wir wahrscheinlich noch unterschiedlichere Musik machen, alle 2 Monate oder alle 3 Monate. Also von daher, auf mich hat das ehrlich gesagt jetzt nicht so, ich nehme keinen Gedanken, den ich beim Review lesen habe, mit in den Proberaum, wenn es dann daran geht, irgendwie Songs zu machen. Also keine Ahnung, im Endeffekt macht man fängt ja auch, wenn man anfängt Musik zu machen, gibt es ja auch nur einen Grund, weil man darauf Lust hat, das zu machen und nicht, weil man irgendwem gefallen will. Okay, vielleicht gibt es Leute, die Musik machen, um irgendwem zu gefallen, aber im Endeffekt, ich glaube, man... Es gibt, glaube ich, sogar ziemlich viele Musikrichtungen, die darauf richtig, nur zu gefallen. Aber ich sag mal, so, ich finde es wichtig, dass man sich diesen Ursprungsgedanken, warum man überhaupt eine Band gründet sozusagen, dass man den auch behält, weil im Endeffekt... ist es cool, wenn man damit auch Leute erreicht sozusagen mal, ne? Und man dann die Möglichkeit bekommt, so viel zu tun und so, und weil das eben auch Leute anspricht, aber wenn es nachher darum geht, die Songs zu schreiben, finde ich, ist es wichtig, ein bisschen egoistisch zu sein sozusagen und wieder sein Ding zu machen und eben nicht diese Außeneinflüsse damit einfließen zu lassen. Aber du jetzt die CD und DVD nochmal genannt hast, was ist denn eigentlich auf der DVD? Also, ruf. Drauf. Genau. Auf der DVD haben wir entgegen der Erwartung nichts von der US-Tour-Doku nochmal drauf, sondern, oder also vor allem, weil es auch nicht gepasst hätte. Das ist schon so ein längerer Entscheidungsprozess gewesen sozusagen, denn es war von vornherein klar, diese ganze US-Tour-Doku in ansprechender Qualität auf eine DVD zu bekommen, unmöglich. Deswegen haben wir uns gleich gesagt, ach komm, sollen sich die Leute runterladen können oder eben streamen können und fertig. Und danke. Und bitte, gern geschehen. Ja, so haben wir für die DVD ein paar Interviews gemacht zur Bandentstehung und Geschichte sozusagen, was so passiert ist in den letzten Jahren. Und und da ist natürlich auch trotzdem ein bisschen Footage von der US-Tour mit bei. Also es werden einfach so ein paar Einblicke aus den letzten Jahren sozusagen gezeigt und vor allem Interviews mit allen von uns. Kommt in den Sachen Videos noch mehr? In der Zukunft? Wir planen auf jeden Fall wieder was. Genau. Wahrscheinlich dann nach der Tour. Ich habe gerade irgendwas im Hals. Geht's? Da rede ich mal für dich. So langsam runtergerutscht. Wir planen jetzt nochmal ein Video zu der Platte zu machen. Genau. Schon einen konkreten Song in Aussicht? Also wo ihr jetzt sagt... Das verraten wir nicht. Das wird eine ganz besondere Überraschung. Das wird eine ganz besondere Überraschung. Eine von Überraschungen. Richtig, genau. Also die Chancen stehen 11-1. Wahnsinn! Ja. Elementare Mathematik. Richtig. Wir sind halt auch so eine mathematische Band, deswegen. Nee, aber wir wollen ja wieder mit unserem Videomenschen sozusagen zusammenarbeiten, Herr Flo. Der auch Florian, der Herr Florian Freund, der auch unsere Ami-Doku und so gemacht hat. Und auch das erste DVD. Video zum Beispiel. Und auch die DVD, genau. Und der wird wieder mit uns ein Video machen, genau. Aber wie das genau aussehen wird, keine Ahnung, ist alles noch so ein bisschen, steht noch ein bisschen in den Sternen. Also es wird... Also wir werden auf jeden Fall Clownsnasen aufhaben, alle. Ja genau, alles wird ganz lustig sein, wie immer, wie es halt so ist. Grundsätzlich alle in rosa, Wie es halt so ist. Wie wir halt immer so sind. Wenn man 2010 immer harte Musik macht, muss man absolut lustig sein und nichts im Schädel haben. Und genau dieses... Hallo?
genau das wollen wir einfach erfüllen, ja, dieses Klischee.